So, willkommen zurück bei Fire Emblem Rekka no Ken. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben bei der bei Kapitel 10, stimmt. Ich wollte schon wieder sagen Kapitel 9, weil es so steht, aber nö, es war Kapitel 10. Ach gut, wenigstens hat das Gamepad funktioniert. Wenigstens mal eine Sache würde funktionieren. Egal. General Igda wurde besiegt. Nön und ihre tapfere Truppe nähern sich nun Schloss Salem. Doch hinter den Schlossmauern wartet bereits Landgrim. Lunds erbitterter Widersacher. Ein Mann, der selbst jene von seinem Blut für den Thron töten würde. Der Toten würde. Ne? Ja. Egal. Er ist die Quelle all ihrer Sorgen. Er muss aufgehalten werden. Ja. Er ist halt alt. Er weiß nicht mehr so recht, was er tut. Der kann da nichts dafür. Vielleicht. Ich weiß es nicht. So, Lund, was ist mir zu sagen? Lady Lyndis, sobald wir diese Berge überquert haben, solltet ihr Schloss Salem bereits sehen können. Großvater, bald bin ich bei dir. Der nächste Kampf wird alles entscheiden. Landgren wird die Verstärkung, die er erwartet, niemals erhalten. Schon bald wird er alles, was er noch hat, gegen uns mobilisieren. Lass die nur kommen. Lass die alle kommen. Ich lasse mich nicht vertreiben. Ich werde meinen Großvater sehen. Zu lang schon war der... Zu lang war schon der Weg, als dass ich mich jetzt noch aufhalten ließe. Es ist soweit, Kay. Dies ist unsere letzte Prüfung. Meine Freunde, bleibt mir noch ein letztes Mal eure Stärkung. Jojo, kein Ding. Machen wir schon, Lynn. Das klappt schon. Ich werde jetzt den Wallace mitnehmen, aber nur um euch eine Sache zu zeigen für später. Fürs Ende der Mission, um genau zu sein. Weil ich meine, ich habe das eh schon mal so im Groben erklärt, wie das Ganze funktioniert mit dem Training. Aber hier in der Mission kann man recht gut die Chars vorbereiten. Oder beziehungsweise nochmal trainieren. Aber das erkläre ich dann am Ende nochmal. Formation. Ja, geh mal vor, auch wenn du keine Bücher mehr hast. Sarah, du bleibst einen Ticken hinten. Will, du gehst an die Front, obwohl du Bogenschütze bist, ist egal. Ja, das passt schon. Ach, der Wallace, der kann da so langsam her, ob er sicher hinterher traben. Ich wollte zwar nicht speichern, aber okay. Hammer. So. Gut. Dann wandern wir mal und warten. Das Gamepad. Das Gamepad. Ach ja. Ich sollte mir irgendwann mal ein neues zulegen. Das nervt mich, das Gamepad, so richtig. Ich würde ja das andere nehmen, was ich habe, aber das nervt mich noch mehr. Also egal wie ich es mache, es wird nichts. Aber gut. Dam, da dam, da dam. Gehen wir hier hin. Du hast ja eh kein Langschwert. Ach, natürlich habt ihr kein Langschwert. Langschwert. Ich meine, wir sind hier gerade mal in Kapitel 10. Da werden die noch nicht so stark sein. Oh, wir haben es Manikati, verdammt. Jetzt mache ich Manikati unnötig kaputt. Naja, egal. Und wie immer, genau dann, wenn ich die Aufnahme starte, meldet sich Antivir im Hintergrund. Das ist so ein Standard geworden. Das nervt auch überhaupt nicht mit der Zeit. Ach, naja. Egal. Wir hauen jetzt erstmal hier die ganzen Stibbis kaputt. Die wissen gar nicht, mit wem sie sich hier anlegen in Wirklichkeit. Ich meine, wir sind hier die Übermacht. Wir haben zwar weniger Leute, aber naja. Diese Wolken sehen übel aus. Es wird sicher bald regnen. Vorwärts, Kay. Wir sollten uns beeilen, solange wir noch können. Ja, weil jeder, wie jeder weiß, sobald es regnet, kann man nur noch ein Viertel so weit laufen wie vorher. Das ist Fire Emblem-Logik. Es regnet und wir können uns kaum mehr bewegen. So. Hau mal den Typi da kaputt. Der hat gegen die Regeln verstoßen. Ja. Gegen welche? Ja. Die zoomen uns später aus. So, dich haben wir auch kaputt. Dir machen wir es warm. Du frierst doch bestimmt. Aua. Alter, lass das mal. Jetzt hat Erk so ein richtiges Loch im Cape. Das geht so nicht. Nee. So kann ich nicht arbeiten. Nö, Sarah, du kriegst noch einen extra Zug, sag ich jetzt einfach mal so. Damit du Erk heilen kannst. Hat in Wirklichkeit nur das Loch im Cape gefixt. Mehr hat die in Wirklichkeit gar nicht gemacht. Sarah kann in Wirklichkeit nur nie. So in etwa. Egal. Der eine Bandit da, der läuft übers Gebirge, der denkt sich so, boah, ich bin cool.
Und ihr sollt endlich das Manikati entrüsten. Und es regnet. Yay. So. Lünen, die vorher 5 laufen konnte, kann jetzt nur noch 2 Felder laufen, weil es regnet. Warum? Hm. Ja, Klamotten sind nass und so und da hatte keine Lust zu laufen oder so, was weiß ich. Ist ein Spiel. Frag nicht. Das habe ich auch noch nie verstanden. Ich meine, bei einem Pferd oder so, wenn da alles matschig ist, da kann ich das vielleicht noch irgendwo nachvollziehen, aber so eigentlich eher nicht. Egal. Wallace, komm, du Fettsack, du bewegst dich mal im dicken Meer. Du kannst ja nur eh nur ein Feld laufen. Ja, und du kannst 2 Felder laufen, hey. Ist ja cool. Seht, die Wolkendecke zerreißt. Der Regen wird nun bald enden. Ja, ja. Leider weiß ich, dass das vollkommen uninteressant ist, ob das jetzt aufhört zu regnen oder nicht. Und dann muss ich wieder gehen, weil ich wieder spät aufnehme. Ja, ist ja eh schon Standard, ne? Ja, denk schon. Passt. Bis jetzt hat sich noch keiner in den Kommentaren beschwert, dass das Gene nerven würde, weil ich ja auch nicht ins Mikro reingehen so von mir. So, ja genau, so gehe ich. Ich mache immer so. Du kannst ihn nicht töten. Kannst du? Nö. Nö. Ja, Lynn, dann klär mal die Sachen. Oh, du kannst ihn auch nicht töten. Ja, das passt schon. Er überlebt mit einem HP, das passt. Schenken wir halt wem anders die XP. Ist doch ganz okay. Joa. Das passt. Komm, du machst jetzt einen Kurzbogen und Crit. Bäm. Naja, so ähnlich. Ist egal. Brauchen wir ihn nicht. Dann gehe ich bis hier hin, damit Nils das Lied spielen kann, dass die Einheiten nochmal motiviert weiterzulaufen. Wie unlogisch das Spiel sowieso ist. Ich stell mir vor, so, zwischen jedem Zug vergeht so eine halbe Stunde. Jetzt so mit der Zeit her. Dann laufen die so 5 Minuten, dann so, bäh, ich bin kaputt, ich habe keinen Bock mehr weiterzulaufen. Ich laufe so in der Stunde nochmal weiter. Wenn dann einer ein Lied spielt oder tanzt oder so und dann auf einmal denken sich die Charaktere so, ach komm, ich lauf nochmal 5 Minuten. Ja. So ungefähr. Ey, don't touch Erg. Ey, sag mal. Was soll das? Oh, ich glaube das Buch wird nicht halten. Das Buch ist kaputt, oder? Yep. So viel zum Buch. Daneben. Lol. Natürlich. Mit 45. Matthew, du bist so eine Enttäuschung gerade. Nee. So geht das nicht, mein Freund. So geht das nicht. Oh Gott, dabei mag ich die Maxim nicht mehr. Egal. Du bist tot. Ja, der hat so gesprochen. Den sein Akzent, ey. Nee. Das geht nicht. Sag ich mit meinem Akzent jetzt. Ach, schon wieder knapp überlebt. Naja. Da kann man nichts machen, wenn Lynn genau ein Stärkepunkt fehlt. Naja, eigentlich fehlt ja sogar, um genau zu sein, nur ein halber. Da kriegt Matthew wenigstens mal XP. Es ist ja auch mal was Positives. Ich meine, ist jetzt nicht so das, was ich als hoch bezeichne als Level 4. Geht noch. Nein, eigentlich nicht. Und er darf nochmal laufen, das ist doch super. Du kannst aber schon mal anfangen, den Baum da zu fällen. Mit dem Bogen, ja. Er schießt so lange mit einem Pfeil drauf, bis der Baum umfällt. Das habe ich auch noch nicht verstanden. Egal. Da muss ich alles verstehen im Spiel. Ich meine, wenn ich da mit einer Axt drauf haue, dann müsste das gegen den Baum eigentlich extra Schaden machen, ganz ehrlich. Das wäre cool, so Äxte, die extra, also als Buff haben, hier so nebendran. Falsch. Nein, jetzt. Hier effektiv gegen Infanterie, du müsstest es bei Äxten geben, so effektiv gegen Bäume. Das wäre echt geil. Ihr habt es also endlich geschafft. Wie lange doch eure Reise war.
Wir stehen hinter Lady Lyndis. Jeder einzelne von uns. Ihr nehmt dies. Bitte benutzt es in eurem Kampf gegen Landgrün. Ich bin Hellseherin. Ich wusste das alles schon seit dem ersten Tag. Es hat mir niemand erzählt. Es ist ein Energiering. Er wird eure Stärke und Magie etwas anheben. Es gibt viele Items, die eure Fähigkeiten verstärken. Doch sind sie nicht leicht zu finden. Überlegt genau, bevor ihr eines nutzt. Natürlich wäre es eine schreckliche Verschwendung, sie nicht zu nutzen. Items wie dieses könnten verschwinden, sobald ihr sie eingesetzt habt. Könnten? Es wäre schön, wenn es nur könnten wäre. Es ist auf jeden Fall weg, Alter. Ach, die schon sind, die weiß das nicht mehr so ganz, was sie da labert. Merkt euch dies und nutzt sie weise. Ja, ja, gib einfach her. Ich nehme das schon. Keine Sorge, Omi, ich benutze das schon weise. Total. Komm, wir geben Sarah. Naja, später würde es sogar Sinn machen. Ja. Ey, wo bleibt... Egal. Ich würde irgendwie damit gerechnet, dass es anfängt zu schütten, aber... Scheinbar denken sich die Wolken momentan noch, nee. Jetzt noch nicht. Erst dann, wenn du es brauchst. Beziehungsweise, wenn du es nicht mehr brauchst. Du kriegst jetzt einen Schlag und dann geht's schwer kaputt. Bam. Schwer kaputt. Du. Oh Gott. Man muss euch mal vorstellen, Dings, sie schlägt gerade den Gegner. Die Wolken sehen übel aus. Es wird sicher bald regnen. Vorwärts, Kay, wir würden uns beeilen, solange wir noch können. Das hast du schon mal gesagt. Das Schwert zerbricht, die Klinge steckt so die Klinge so mitten im Kopf von dem Gegner. Autsch. Also ich will's nicht testen. Nee, komm, wir kloppen den jetzt mit dem Manikani kaputt. Bam, bam. Tja, du bist tot, mein Freund. Scheiße gelaufen, wa? Nuda, du bist auch tot. Bam. Schön krüppelig das Messer halten und den Gegner in den Kopf rammen. Das funktioniert auch im Real Life. Ihr schreckt den Gegner schon direkt ab, wenn ihr das Messer total verkrüppelt hält. Haltet. Nicht hält. Egal. Die denken dann, was ist das für ein Psycho und hauen ab. Naja, ich würde es nicht garantieren, dass es funktioniert, aber es könnte funktionieren. Mit Sicherheit. Komm. Wilbert. Oh, 8 Schaden. Er hat sogar getroffen. Bam. Wow, vorbei. Wow, doppelt vorbei. Ach ja, diese prozentualen Chancen, ich liebe sie. Nicht. Es hat begonnen zu regnen, aber der Himmel ist fast klar. Der Regen wird nicht lange anhalten. Sagst du. Lynn, wenn ich bitten darf. Ja, mach nochmal. Ja. Das hättest du mal einen Schlag vorher machen können. Denkt sich wahrscheinlich so, nee, ich muss die Waffe noch kaputt bekommen. In dieser Mission. Naja gut, sie hat noch ordentlich Durability eigentlich. Das sollte wohl noch langen. Hoffe ich. Man kann nie wissen. Toll, jetzt spiele ich für den und das bringt im Endeffekt gar nichts, weil er keine Waffen hat. Ich kann ihn nicht nach vorne tun. Nö, kann ich wirklich nicht. Ach Gott. Ist echt nervig mit dem Regen. Dankeschön. Endlich ist der Regen weg. So. Dann bist du jetzt erstmal eiskalt abgeschossen. Bam. So richtig im Kopf rein. Bei dem im Kopf hängt jetzt so ein Pfeil und Lynn nutzt das aus und rammt den Pfeil jetzt mit dem Schwert noch weiter rein. Okay. Mach ruhig einen Crit. Ist okay, Lynn. Erlaube ich dir. Hättest du zwar nicht machen müssen, aber... Who cares? Es langt nicht vom Laufen, verdammt. Kann ich hier heilen? Nö. Sarah, du bist gerade total nutzlos. Ui, 4 Schaden. Bam, kriegt er 5 zurück. Und nochmal 5. Yeah. Oh, Matthew könnte den sogar töten. Oh, er hat sogar Level Up. Hey, unser Dieb wird groß. Er ist schon ganze Level 5. Boah. Matthew, packst das. Ich hab vollstes Vertrauen in dich. Wenn du dich jetzt verkackst, ne? Opfer ich dich.
Ah, war dein Glück. Ja. Matthew ist nicht so der... ja, beste Dieb, möchte ich mal behaupten, aber... in Rekkanoken gibt es einfach keine guten Diebe. Meiner Meinung nach. Ich bin auch kein Freund von Jafar. Den seht ihr später. Ich mag den auch nicht so. Ich weiß nicht. Kann mir da echt nicht helfen. Ich mag eigentlich aber generell so ein Fire Emblem. Ich mag eigentlich fast gar keine Diebe. Das ist... Ich glaube, es gab in Sealed Sword, also den Teil mit Roy, gab es, glaube ich, doch wirklich sogar einen Dieb, den ich mochte. Ja, ich glaube. Ja, wobei in Links. Ja, ich habe das auf der Virtual-Console und habe das letztens wieder angefangen zu spielen, also Link's Awakening. Deswegen kam ich da jetzt drauf, wahrscheinlich. Ich habe letztens... ach Gott. Moment. Ja. Links... schon wieder. Egal. Im Fire Emblem Awakening, jetzt habe ich's, gab es wirklich einen Dieb, den ich mochte sogar. Anna. Ich mochte sie. Ich weiß nicht. Sie kann zwar so ziemlich sich mit keinem anfreunden, bis auf zwei Leuten, aber naja. An sich ist es ein cooler Gauner. Oh, Lynn dachte sich so, komm ich mal auf VP-Effekt, ich hau daneben und kritte den dann zu Tode. Ja, Lynn, mach du nur. Mach du mal, du weißt schon, was du machst, denke ich. Hoffe ich. Weiß ich. So. Erstmal holen wir für Erk noch eine Waffe. Ich bin aber dafür, dass wir Lynn den Energiering geben. Weil Lynn ein Schwertmeister-Verschnitt ist. Also, die Lords, ich sag mal so, Lords haben immer so die Stats von bestimmten Klassen, könnte man sagen. Zum Beispiel ist Hector jetzt von den Stats her eher ein General, so wie unser dicker Wallace hier. Eliwood, ich denke mal, die meisten kennen das Spiel sowieso. Wenn nicht, dann lasst euch überraschen, wer diese Personen sind. Und Eliwood ist zum Beispiel ein Rittmeister. Und Lynn hier ist eine Myrmidonin momentan und wird dann später zu einem Schwertmeister so gesehen. Halt mit Bonuseffekten. Prinzipiell sind die wirklich immer solche Chars im generell Fire Emblem Teilen. Ich sag's nur mit generell, weil es teilweise auch wirklich ein bisschen variiert, dass dann wirklich die Stats auch ein bisschen eigen sind, aber im Großen und Ganzen kann man so eigentlich miteinander vergleichen. Boah, der Fettsack. Boah. Und Lynn denkt sich einfach nur, I don't care und du bist tot. So. So viel zu dem Thema. Die Wolken sehen übel aus. Es wird sicher bald regnen. Vorwärts, Kay. Wir sollten uns beeilen, solange wir noch können. So, jetzt werde ich euch gleich zeigen, wofür ich den lieben Wallace mitgenommen habe. Und den lieben alten Glatzkopf. Unser glatzköpfiger Freund. Ach komm, ich spare ein bisschen Geld und ich hole mir lieber zweimal Feuer stattdessen. So. Matthew, du bewegst mal deinen Hintern da weg. Lob, kannst du nämlich schon mal hier mit Nils seiner Hilfe den kompletten Baum einreißen. Dass Erk dann in Ruhe zurück kann. Lob. So. Sarah, ich brauche auch dich. Es hat begonnen zu regnen, aber der Himmel ist fast klar. Ja. Ist gut, Lynn. Du wiederholst dich, falls du es noch nicht wusstest. Ja. Danke. So, und wir gehen nochmal. Ja, ich hab's gleich. Jo. Moment, ich muss ausrechnen. Du hast dann dementsprechend 8 Angriff weniger. Das sind bei dir 18 Angriff. Was bei mir bedeutet, dass ich 15 abbekomme. Ich habe 11 Geschwindigkeit, du 5. Also mache ich einen Doppelangriff. Das heißt, du kannst mir im Prinzip nichts. Das ist mein Reich. Und ihr seid ohne Erlaubnis eingedrungen. Dieses Land werdet ihr nicht mehr lebendig verlassen. Sagst du. Guck mal hier, wie ich dich natze einfach und du kannst nichts machen. Du alter Noob.
So, jetzt heilt er sich erstmal hier um 3 HP. Also, boah, ich habe auch noch einen Speer, du. Bam. Ja, und wir denken uns einfach nur Feuerball und noch ein Feuerball und noch ein Feuerball. Und einmal daneben. Passt. So, jetzt seht ihr prinzipiell schon den Trainingstrick. Ja, es ist im Prinzip kein Trick, wenn man so will. Ich stelle aber immer Wallace hier hin. Und wenn jetzt Serra zum Beispiel, also wenn ich jetzt irgendeinen Fehler mache und per Zufall jetzt zum Beispiel Lynn geheilt hätte, oder wenn das jetzt zum Beispiel hier nicht ganz langt, was es nicht tut, dann kann ich ihn halt zur Not retten. Und jetzt mache ich das prinzipiell so lange, bis Erk mir hoch genug ist. Das kann ich dann mit den anderen Einheiten auch noch machen. Oh, das war scheiße. Bitte daneben. Fuck! Zum Beispiel, wenn sowas passiert, hätte ich jetzt Wallace gerne gehabt. Weil ich jetzt einen Fehler gemacht habe. Oder habe ich... Oh, ich habe noch Nils. Wunderbar. Ja, war alles gewollt. So. Jetzt gehen wir wieder Erk heilen. Und wie wir sehen, wird Erk immer 1 HP weniger haben. Obwohl, Serra hat eben Magie bekommen. Das heißt, sie hat jetzt genauso viel wie er an Schaden. So. Habe ich eine Vorspultaste? Ja. Ich spule das jetzt einfach mal vor, um das einfach mal zu demonstrieren. Ja. Ist gut, Lünde wiederholt sich. So, jetzt heile ich mit Serra unseren kleinen Erk. Und heile von mir aus auch Lünde. Stelle ich mich hier hin. Warten. Ja, ist gut, Lünde. Laber nicht. Und jetzt warte ich prinzipiell, bis er wieder voll ist. Das dauert zwar ein bisschen, aber... Ja, ist gut, Lynn. Ich weiß, es wird bald regnen, das ist total schlimm. Ja, Lynn, ich weiß auch, dass es gleich aufhört zu regnen. So, jetzt ist er hoch genug geheilt. Jetzt gehen wir wieder mit Erk hin. Bam. Zack. Haben wieder ein Level up. Können wieder heilen. Stellen natürlich Serra extra jetzt so hin, dass sie halt auch die ganze Zeit wirklich permanent heilen kann, auch zweimal, wenn es sein muss. Zack, zack. Deswegen spiele ich auch nicht mit Donna, weil Donna halt eine Crit-Chance hat. Und das ist ein bisschen unpraktisch. Und jetzt zum Beispiel ist das so eine Runde, wo ich nicht angreifen möchte. Weil ich ihn halt hätte töten können. So. Okay. Jetzt heilt er sich. Jetzt kann ich ihn wieder runterkloppen. Jetzt kann ich wieder Serra benutzen. Hier zack und zack und... Genau, wenn sowas passiert. Nehmen. Absetzen. So. Wie ihr seht, Erk hat jetzt... also der Gegner hat wieder wenig Life. Das kann ich jetzt prinzipiell wirklich machen, bis... Ja, bis ich keinen Bock mehr habe. Wenn er keine Waffe mehr hat, geht das sogar noch einfacher. Ach ja, jetzt habe ich im Übrigen die Mission so weit herausgezögert, dass... ja. Der Regen hört nicht mehr auf ab jetzt. Das ist Dauerregen. Boah, wir wollen es hier eiskalt. Dum dum tsch. Boah, dum dum tsch. Lynn, geh mal weg da. Weil ich würde gerne Serra 2 neue Heilstäbe geben. So, und das, was ihr jetzt gesehen habt, das werde ich jetzt machen, um alle Einheiten ein bisschen zu leveln. Warum, das seht ihr dann. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Also, bis gleich. So, wieder da. Und zwar ordentlich trainiert. Mir tut mein Finger weh und ich weiß nicht, wie lange das jetzt gedauert hat. Gucken wir uns mal den Status an. Züge. Ach, 427, das passt. ich kann hier nur... Warte, ich habe das jetzt noch nicht gemacht. Wie ihr seht, Serra ist zum Beispiel Level 12. So, jetzt kannst du weichen, du kannst weichen. Komm, gib Serra einen extra Zug, dann geht's schneller. Das Level zeige ich euch gleich von allen. Wohlgemerkt, die Level sind ziemlich hoch im Gegensatz zu vorher. Also wirklich ziemlich, ziemlich hoch. So, Serra noch möglichst viel SP mitgegeben. Wie ihr seht, Lynn, Level 20, keine Waffen mehr, bis aufs Manikati. Ihre Stats sind auch ordentlich, vor allen Dingen die Stärke freue ich mich diesmal.
Geschwindigkeit zwar nicht so, aber ich denke mal, das wird später noch gefixt. Will auch Level 20, hat eine ordentliche Death eigentlich. Ist auch nur einigermaßen schnell und hat auch ein bisschen Stärke bekommen. Erk, ja, nicht so der stärkste, aber dafür ziemlich schnell und ziemlich gute Resen. Sarah Level 12, auch ein guter, auch schon gut Geschwindigkeit mittlerweile. Nils Level 20, naja, ich habe ihn halt die ganze Zeit leveln können, weil ich halt Doppelangriff benutzt habe. Matthew habe ich bis Level 11 bekommen. Konnte leider nicht weitermachen, da er keinen Schaden mehr macht. Was ein bisschen blöd war. So, dann würde ich sagen, beenden wir es jetzt einfach mal mit Landgren und gucken mal, wie es unserem Großvater geht. Zigarette, jawohl. Dieses lästige kleine Mädchen, nichts weiter als eine wilde Osakai. Der Thron von Selen sollte mein sein. Ja, das denkst du. Ich bin ein bisschen stärker als du. Wallace hat auch ein bisschen kämpfen müssen, aber der hat eigentlich nur Schläge abgefangen, während das Sarah ihn hochgehalten hat. Naja, das habe ich halt gemacht, um alle Waffen wegzubekommen von ihm. Wir haben gesiegt. Endlich kann ich meinen Großvater sehen. Ihr seid Lady Lindis, nicht wahr? Wer seid ihr? Ich bin Reismann, der Kanzler der königlichen Familie von Selen. Ken und seine informierten mich über ihr erstes Treffen mit euch. Doch Landgren fing die Botschaft ab und kerkerte mich ein. Es ist mir eine große Freude, euch in eurem Zuhause willkommen zu heißen. Vielen Dank. Darf ich nun meinen Großvater sehen? Ja, selbstverständlich. Doch erschreckt nicht vor dem, was ihr sehen werdet. Landgren hat die Mahlzeiten des Magischen seit geraumer Zeit von Mitgift versetzt. Sein Körper ist schwer gezeichnet. Schon seit Monaten ist er ins Bett gefesselt. Wer ist da? Sagte keine Besucher. Ich will niemanden sehen. Was macht ihr hier? Lasst mich endlich sterben. Verzeiht, mein Name ist... Ich bin Lindis. Sagt ihr eben Lindis? Ist das... Der Name meines Vaters war Hassar, Oberhaupt der Lorca. Meine Mutter war Madeline. Ich wuchs in den Ebenen auf. Kann es denn sein? Komm hierher, lass mich dein Gesicht sehen. Oh, ja, es besteht kein Zweifel. Du bist wahrlich Madelines Kind. Großvater! Mal wieder eine schöne Illustration. Landgren sagte mir, meine Tochter sei tot. Meine Erbin und auch du. Er sagte mir, ihr wärt tot. Vielen Dank. Danke, dass du lebst. Ah, ich bin gesegnet. Mutter und Vater wurden letztes Jahr von Banditen erschlagen. Nur wenige entkamen. Ich lebte weiter, aber... Lindis, bitte vergib einem stolzen alten Mann. Hätte ich die Liebe deiner Eltern nur akzeptiert, wären die Banditen niemals ins Spiel gekommen. Wir hätten hier zusammen im Frieden leben können. Großvater, meine Eltern, mein Stamm. Unser Leben war erfüllt von Liebe und Frieden. Das Ende war tragisch, doch... Bis zu jenem Angriff waren wir wahrhaft glücklich. Wahrlich? Madeline führte also ein glückliches Leben? Dieses Wissen beschert mir so viel Freude. Vielen Dank, Lindis. Jetzt kann ich im Frieden sterben. Nein, Großvater, das darfst du nicht sagen. Dies ist unabwendbar, Lindis. Ich habe zu viel Gift für zu lange Zeit zu mir genommen. Es ist zu spät. Bleib stark, Großvater. Du wirst wieder gesund, glaub mir. Auf den Ebenen sagt man, dass jede Krankheit vor einem Herzen, das von Stärke erfüllt ist, Halt machen muss. Ich bin jetzt bei dir. Du darfst nicht aufgeben. Du bist bei mir. Ja. Es gibt noch so viel, worüber wir miteinander sprechen müssen. So viele Spaziergänge, die wir zusammen machen werden. So viel Musik, der wir noch gemeinsam lauschen wollen. Noch so viel, was ich gemeinsam mit dir erleben möchte. So viel verlorene Zeit, die wir wieder gut machen können. Dies alles klingt sehr schön. Nicht wahr? Und wenn es dir wieder besser geht, bringe ich dich zu den Ebenen. Ich zeige dir das endlose Firmament, die Ozeane wogenden Grases. Ich möchte, dass du das Land siehst, das meine Mutter so sehr liebte. Das Land, das Madeline liebte. Du hast recht, ich habe noch ein ganzes Stück Leben vor mir. Du kannst es schaffen, Großvater. Lindis. Lady Lindis, habt ihr ernsthaft vor, hier zu bleiben? Bitte sprecht wahr zu mir.
Ja, bis es meinem Großvater wieder besser geht. Ich kann ihn jetzt nicht verlassen, das werde ich nicht tun. Der Medikus sagt, dass Lord Hausen wie ein völlig neuer Mann wirkt. Es ist, als ob er niemals krank gewesen wäre. Und das alles dank, nur dank euch, Milady. Es ist alles, er ist alles, was mir von meiner Familie geblieben ist. Ich möchte, dass er noch ein langes Leben vor sich hat. Lady Lindis! Was ist los, Florina? Ich wurde in den Dienst des Hauses Selen aufgenommen. Von jetzt an, Lynn, ich meine, Lady Lindis, werden wir für immer zusammen sein. Wirklich? Oh, das erfreut mich sehr, aber... Bitte nenn mich nicht Lady Lindis, für dich bin ich einfach nur Lynn. Mein Pegasus und ich fliegen ab sofort für dein Haus, ich bin deine Dienerin. Da gilt es, um gewisse Regeln zu befolgen. Florina, ich fühle mich glücklich, wenn ich bei dir sein darf. Das ist viel wichtiger als die Art und Weise, in der ich dich anspreche. Bitte. Dann nehme ich an, dass ich mich wohl daran gewöhnen muss, oder? Nun gut, ich verstehe das. Oh, vielen Dank. Ich liebe dich wirklich sehr, Lynn. Ups, ich meinte Lady Lindis. Oh, Florina. Lady Lindis, auch ich habe beschlossen zu bleiben. Will, hat sie ja nicht geplant, nach Hause zurückzukehren? Nun, das hatte ich, aber... Lindis Legion ist mir sehr ans Herz gewachsen, müsst ihr wissen. Ich kann dies alles nicht einfach zurücklassen. Ich werde meine Familie über meine Entscheidung informieren. Ich bin froh, euch an meiner Seite zu haben, Will. Vielen Dank. Ich danke euch, Milady. Kay, du verlässt uns, nicht wahr? Nein, ich bitte dich nicht, deine Entscheidung zu überdenken. Nur werde ich dich sehr vermissen. Als ich dich damals bewusstlos auf den Ebenen fand, hätte ich nicht gedacht, dass wir so lange zusammen sein würden. Du hast uns so sehr geholfen und ich bin mir sicher, du hast auch viel gelernt. Auch alleine wirst du sicherlich deinen Weg finden. Ich habe großes Vertrauen, dass es aus dir ein Meisterstratege werden wird, Kay. Bin ich schon, mach dir nichts draus. Und das sagt jemand, der deine Arbeit kennt. Und noch eine Illustration. Nun denn, gib auf dich acht. Ich hoffe, dich wiederzusehen. Ich bin mir sicher, dass dies eines Tages der Fall sein wird. So, das war Fire Emblem. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ja, das könnt ihr jetzt lesen, wenn ihr wollt. Oder komm. Für den Mond, indem er seine Pflicht erfüllte, wird Kent den Kommandanten in Ritterschaft von Selen ernannt und gewinnt für jemanden seines Alters doch dafür sehr wertvoll. Sein Ritter von Lycia. Sein erfuhr die Ehre, zum Unteroffizier von Selens Ritterschaft ernannt zu werden. Trotz seiner Beförderung bleibt er respektlos und stets hinter dem Mädchen her. Vom Volk wird er geliebt. Florina von Lycia. Florina blieb in Selen. Sie verbringt jede Sekunde mit ihrem Training und hofft, für Lynn unverzichtbar zu werden. Auch ihre Angst vor Männern hat sich etwas gelegt. Will, Schütze aus Ferrari. Durch sein fröhliches Wesen und sein positives Auftreten ist Will für den Haushalt Marquis Selens unentbehrlich geworden. Kent unterrichtet ihn im standgemäß Umgang in Selen. Dorcas, Kämpfer aus Biran. Nach der Erklärung von Lynns wahrer Herkunft kehrte Dorcas nach Hause zurück. Dort kümmerte er sich um seine Frau und lebt fortan als Söldner, der Banditen aus der Umgebung vertreibt. Serra, Priesterin aus Ositia. Erg gelang es zu guter Letzt, Serra sicher nach Ositia zu geleiten, obwohl ihr Verhalten mitunter sehr anstrengend ist. Vermisst man sie an und ihre legendäre scharfe Zunge. Erg, der wandernde Magier. Mit Erfüllung seines Vertrages mit Serra machte sich Erg nach Etruria auf. Seine Zeit als Söldner ist nur ein Teil seines Trainings und darüber ist er glücklich. Nun ist er bei seinem Mentor, Wrath. Während der Feier von Lynns Rückkehr nach Selen machte sich Wrath ungesehen davon. Niemand weiß, ob er nach Sakai zurückgekehrt ist oder sich als Söldner verdient. Matthew. Nach dem letzten Kampf verschwand Matthew. Sein Verbleib ist weiterhin ein Mysterium. Nils. Nils und seine Schwester Ninian verließen Schloss Selen nach wenigen Tagen. Vielleicht reist er weiter durch die Lande und meistert seine musikalischen Talente. Lucius, der reisende Mensch. Lucius studierte eine Zeit lang in Selen, doch wird er bald in ein anderes Land berufen. Seitdem sieht man ihn als Begleitung eines gewissen Söldners. Wallace, General aus Selen. Lynns Kampf schürte nur seinen Appetit nach mehr. Er zieht aus der Suche nach würdigen Gegnern. Da er kein Ziel vor Augen hat, mögen Jahre bis zu seiner Rückkehr vergehen. Kay, der Stratege. Kay verließ Lynn, um sein Training fortzusetzen. Er plant, durch Lycia zu reisen. Lynn ist überzeugt davon, ihm eines Tages wieder zu begegnen. Und wieder schöne Illustrationen im Hintergrund die ganze Zeit gelesen. Jetzt, wo ich endlich mit euch habe, kann das ist viel zu schnell. Ah, jetzt sehen wir nochmal die Kämpfe. Ne, Lynn selbst noch, natürlich.
Lynn lebt mit ihrem Großvater nun als Lady Lyndis auf Schloss Salem. Mit ihrer Fürsorge erholt sich Lord Hausen und die anderen mit dem... Ah, viel zu schnell. In klaren, trockenen Nächten kann Lynn auf einem Hügel nahe des Schlosses gesehen werden. Ja, und wieder ein schönes Bild. Vielleicht denkt sie dabei an die Heimat ihrer Jugend. Die Ebenen von Sakai. War's das? Okay. Hä? Hier endet Lynns Geschichte. Möchtest du deinen Fortschritt speichern? Ja. So. Nee, warte. Bitte. Kapitel 11, der Aufbruch. Möchtest du das Spiel fortsetzen? Nö, das mache ich im nächsten Part. Das hat euch jetzt gerade noch nicht zu interessieren. So. Gut, das war's dann erstmal mit Lynn und Fire Emblem in dem Sinne. Dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß bis jetzt. Und wir werden dann beim nächsten Mal weitermachen. Ein bisschen noch. Denn es gibt noch einiges zu tun. Zwar ist jetzt die ganze Sache mit Lynns Großvater und ihr geklärt. Dennoch gibt es noch einige Sachen, die offen stehen. An Quests, könnte man sagen. Aber dazu kommen wir dann im nächsten Part. Ich würde sagen, wir sehen uns dann auch dementsprechend im nächsten Part. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, so gesehen. Oder klickt das Video an, von mir aus. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Part. Tschö, tschö.